Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Big Ambitious oder wie zum Beispiel Swisty gesagt hat, dem Sackkarren-Simulator. Ja, am Anfang ist es halt noch viel selber hin und her karren. Oh mein Gott, teure Geschenke sind auch aus. Hä? Es ist alles quasi. Nee, ausgegangen. Ist übel. Schnell nachliefern. Der Vorrat an Pommes geht bald aus. Ja, da können wir was gegen machen. Die haben wir ja im Lager. Die sollten eigentlich auch automatisch geliefert werden. Da müsste ich vielleicht mal schauen, dass der pro Tag Mindestwert höher liegt. Wenn mir die Pommes wirklich ausgehen. Oder ich habe wirklich nichts im Lager, dann muss ich noch einkaufen. Dafür habe ich jetzt noch 2,5 Stunden Zeit, darüber nachzudenken. Lager verwalten. Hör auf. Jo, fahr mich doch an, du Affe. Mal dahin parken. Lager verwalten. Nicht Sackkarre, Lager verwalten. Einen Lautsprecher, den platzieren. Jetzt. Warehouse. Lagerbestand. Habe ich Pommes? Habe ich Pommes. Gut, das heißt, ich müsste sagen, unserem Logistikmanager, genau, ihm, dass wir Mindestlager 360 brauchen. Dann sollte diese Meldung auch nicht mehr kommen. Klatsche ich da noch 4 weitere Regale rein? Macht das Sinn? Nein. Brauche ich das? Nein. Sieht das besser aus? Ja. Richtig Lust drauf. So. Zufriedenheit für 21 Stunden. Gucken wir Fernsehen und wie viel Gewinn? Stunden zocken. Keine Warnung. Essen wir noch was. Und machen uns einen richtig gemütlichen. Super. Da sind die Nachrichten, die ich haben wollte. Also, der Einkäufer möchte Mehrzweckstuhl. Logistikmanager brauche ich ja eigentlich keinen. Also, einen Mehrzweckstuhl. Dann Louise. Du bekommst Office-Klamotten. Mehrzweckstuhl. Mehrzweckstuhl wollte er wirklich? Er wollte einen Mehrzweckstuhl. Dann wird er jetzt glücklich sein. So, Personalleiter, ihr habt wieder 9. Kümmert euch drum. Einkäufer, kein Vertrag. Genau. Kein Vertrag, weil muss ich ja selber machen. Taxi. Taxi, Taxi, Taxi. Ja, glaube ich das denn? Wie ein GTA rumlaufen und kein Taxi finden. Crap. Hallo? Bei den ganzen Klicks gerade müsst ihr schon was spoilen haben. Öffnet um 10. Was? In 18 Stunden? Oh shit. Entschuldigung.
Habe ich nicht gesehen. Bis 16 Uhr. Aber hey, kannst machen nix. Musst du gucken zu. Was haben wir denn dann noch im Angebot, was ich jetzt noch machen könnte? Eigentlich wollte ich heute ja einen gemütlichen machen. Der Einkäufer hat jetzt halt gerade nichts zu tun. Die sind noch fleißig dran. Ein Arbeitsplatz wäre noch frei. Mein Lager. Salat. Burger. Teure Blumen. Der Geschenke. Hotdog. Hotdog. Hotdog, ja. Pommes haben wir noch. Tränkedosen haben wir genug. Genug. Burger sind auch noch da. Gut, dann konnte ich doch im Basement auch noch meine Kredite sehen, oder? War das im Economic View? Im Economic View. Flupp, einer weniger, mit dem ich mich rumschlagen muss. Ich habe mir überlegt, bevor ich das nächste Geschäft aufmache, machen wir das mal weg. Das sind 2, 3 Tage. Ne? Dann ist das auch erledigt. Wenn das so weiterläuft. Das heißt, es ist Zeit für Netflix. Gönjamin. Einmal. Zweimal. Gehen die Pommes aus? Gehen die Pommes aus? Gut, jetzt nicht mehr. Wir schlafen. Wir müssen ja noch darunter wegen Einkauf. 15 Riesen und der nächste Kredit wäre weg. Aber erstmal das mit dem Einkauf. Obwohl, nein, komm. Economic View. Jensen Capital. 1000, weg damit. So, damit haben wir nur noch einen und den könnte ich theoretisch jetzt auch, aber da müsste ich einen Tag warten und da habe ich jetzt keine Lust zu. Endlich kreditfrei. Ey, ich hab dich. Jetzt wünsche ich mir, wie bei GTA, eine Handgranate, die ich dem hinterherwerfen kann. Ja, da. Da. Du. Du, da unten, dahin. Fahr mich. Wir machen erst um 10 Uhr auf. Sch. Nein. 2 Stunden schlafen auf der Bank. Dann wird er doch wieder mega unzufrieden. Nein, will ich nicht. Wobei. Nee, das war im Auto. Im Auto wurde er unzufrieden. Parkbank war okay, weil im Park zählt es ja auch. Ja. Macht den 4 Stunden schon wieder zu. Reicht, um ihm zu sagen, neue Partnerschaft. Alexander Jones. Hey, calling Mr. Jones. Ja. So. Bizman. Einkäufer. Einkäufer. Mr. Jones. Du sollst kaufen. Preiswerte Geschenke. Wie viel sind das? 1200, ne? Das sind 4 Riesen. Okay, das ist ein bisschen
Spiel. Mindestbestellwert, okay, das heißt 240. Getränkedosen, Papiertüten 4000. 240. Fällt euch was auf? Preiswerte Geschenke? Preiswerter Schmuck? Preiswerte Blumen? Das ist der falsche. Wow. Das ist der falsche, der hat gar nicht alles. Ah, hagelt. Das ist der falsche, der hat gar nicht alles. So, mit dem habe ich schon eine Partnerschaft, ne? Da bekomme ich ja mein Essen her. Wo essen? Nein, immer noch keinen Kebab gehabt. Seaside International. Rein da. So, hallo, herzlich willkommen. Hätte eine Partnerschaft mit dem Herrn Jones anzubieten. Herr Jones. Hotdog Pit. Was? Wir haben schon eine Partnerschaft. Entschuldigung. Das heißt, ich gehe jetzt erst ganz rechts zu dem, obwohl das sind wahrscheinlich, das waren die Klamotten. Ja, das nicht gemerkt. Wieso habe ich mir das nicht gemerkt? Wait a second. Da, 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 da. Er ist noch weiter hinten. Taxi! Fahr mich doch mal bitte hierhin. Dankeschön. Weil jetzt sind es nämlich nur noch 45 Minuten. Wenn ich das jetzt noch laufen müsste, dann wäre schlecht. So, neue Partnerschaft mit dem Herrn Jones. Ich sagte neue Partnerschaft mit dem Herrn Jones. Herr Jones, was können Sie mir hier für die anbieten? Preiswerte teure Blumen, sehr schön. Preiswerte Geschenke, teure Geschenke, sehr, sehr gut. Außerdem Schmuck und Wein und Zigarren. Mindestbestellwert 4000. Also, sagen wir mal, kosten die? Das ist zu viel. 600. 600. Teure Blumen. 600. Preiswerte Geschenke. 600. Und teure Geschenke auch 600. Macht ein Gesamt von 10 Riesen. 12 habe ich. Einmalige Lieferung. Das Ganze geht nach Warehouse 2. Wohin denn auch immer sonst? 600, 600. Bestell mal. Dankeschön. Wünsche einen schönen Tag und bin raus. So. Jetzt könnte ich noch versuchen, innerhalb der paar Minuten. Nee, kann ich nicht, weil bringt nichts, in den anderen reinzurennen, weil ich sehe ja nicht, was er hat. Genau. Einmal Kamera falsch gedreht. Der Weg wäre vielleicht auch kürzer gewesen, aber nur vielleicht. Zufriedenheit ist hoch, auch ohne Park. Weißt du, schick mich doch.
Doch. Noch in Elgato Supermarkt. Kann ich da auch noch schnell für mich für die nächste Woche einkaufen? Ding, dong, dong, Entschuldigung. Ist klar, dass du jetzt genau an die Kasse gehst, wo ich auch hin will, ne? Mann. Aha. Jetzt nach Hause. Nehme ich noch mal ein Taxi, bin ich so faul. Die paar Meter kann man so laufen. Ja, dann wird das auch erledigt. Dann kann ich den nächsten Laden, mache ich dann Juwelier auf. Weil da kann ich von dem Einkäufer mir das Zeug ranholen. Eventuell sogar noch die Möglichkeit für den anderen als vierter Laden, fünfter Laden, wie auch immer. Dass ich vier Läden aus den beiden Sachen mache, die, wo ich einkaufe. Das wollte ich damit sagen. 7 Uhr. Jetzt Lieferung. Lieferung von United Importers angekommen. 18 Mille. 18 Mille. So, damit haben wir nichts mehr an Krediten. Damit ist das erledigt. Und wir haben noch 10 Riesen für heute. Dann mein Lager. Papiertüten haben wir jetzt definitiv genug. Salat haben wir auch genug, weil der geht anscheinend auf dem Burgerladen überhaupt nicht weg. Geschenke sind jetzt alles noch da. Preiswerter Schmuck. Ist schön. Ich muss mir das Lager mal angucken, wie viel der Gesamtbestand ist, weil sehe ich das hier? Hinter Sitzplätze? Nö, natürlich nicht. Natürlich sehe ich halt nie ohne Essen aus der Bude. Sonst Krankenwagen. Also eine Schmuckvitrine kostet 10 Mill. Was ist denn hier noch frei auf der Achse? Weil dafür reicht ja auch ein kleiner Laden. 30 Kundenkapazität. Müsste eigentlich doch reichen. Ja. Autohändler. Entschuldigung. 50, 30. So weit weg. 15. I. Ich. Das wird ja immer schlimmer. Also ist doch der Beste. 50, 30, 225 Quadratmeter.
3050, der ist ähnlich, ist aber eine Straße weiter oben. Dann wird's der hier. Gebäude mieten, neues Unternehmen. Walker Inc. Bling. Bling. Okay, nur Bling. Und das wird ein Juwelier. Ein Konkurrent. Sehr schön. So. Errungenschaft freigeschaltet. Ach, wie schön. Den Burgerladen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Brauche ich jetzt mein Auto? Ey, pass auf, was du machst. Sonst mache ich dich weg. Wäre doch noch grün gewesen. Nicht lange in der Großstadt, war? Parken. Noch eine Runde Fernsehen. Eine Runde zocken. Dann fangen wir an, morgen einen Laden einzurichten. Nö, mach mal ruhig. Haben wir Zeit. Was? Lieferung an. Ich habe nicht genug Regale. Wo sind die Meldungen? Wo sind die Meldungen, die gerade reinkamen? Persönliche Ziele, Zufriedenheit, Hunger. Verdammt. Weil das ist ja eine interne Meldung gewesen. Umsatz, laufende Ausgaben, Gehälter. Der Sport. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Als CSV exportieren. Ihr seid so gut. Frische Lebensmittel. Ich mir. Ich hole mir noch ein paar Regale. Erstmal ein paar Regale. Die kriege ich ja auch hier. Dong. Dann hätte ich gerne davon noch zwei. Ein großes Lager. Und dann brauche ich so ein. Nee, brauche ich
Ich brauche ich sowas. Kasten gibt es bei euch ja keine. Mülleimer brauche ich, glaube ich, in so einem Laden auch nicht, weil das war nur für einen Fastfood-Laden, denke ich. Aber findest du keine Kasse, tut mir das aber leid. Kleine Kabinen brauche ich im Schmuckladen auch nicht wirklich. Vielleicht die Produktaufsteller. Vielleicht können die helfen. Ja, und dann die Schmuckvitrine. Wir werden sehen. Dankeschön. Oh, bist du zu bereit? Kommst nicht an mir vorbei? Tut mir das aber leid. So, wieder von unten nach oben. Als erstes zum Warehouse. Kann nicht reinfahren, weil stehen ja schon zwei Autos drin. Und ich muss auch noch dafür bezahlen. Wunderbar. So. Palettenregal. Nummer 1. Und Palettenregal Nummer 2. So. Damit erledigt. Dann einmal der neue Laden. Der. Aktive Unternehmen. Wie könnte ich... Nein, das bringt mir gar nichts. Gebäude zu vermieten bringt mir auch nichts. Wo sehe ich denn meine eigenen? Sollten doch auch irgendwie markiert sein, oder? Ach so, der ist da auf der Ecke. Ohne Kasse komme ich da aber auch nicht weiter. Kebab. Einrichtungshaus, da ist er. Bismen öffnen. Nein, als Ziel hinzufügen. Mann. Und 6 Riesen. Reicht. Ich doch. Reicht. Und da ich nicht weiß, der billige Schmuck vielleicht auch auf das... Ah, Moment, das könnte ich mit F1 rauskriegen, ne? Unternehmensarten. Juwelier. Juweliere können verkaufen. Preiswerter Schmuck, teurer Schmuck. Teurer Schmuck. Schmuck, Schaukasten. Preiswerter Schmuck. Schmuck, Schaukasten. Okay, was war das andere? Schmuck und Brain Freeze. Wollte ich ihn da noch verkaufen? Schmuck, Schmuck. Ist denn jetzt? Nur Schmuck? Reinigungsstation. Was? Meine Mitarbeiter werden besser.
Und rein da. So. Jetzt. Das erledigt. Dann fahren wir jetzt bei dem vorbei, um noch ein Regal abzuliefern. Weil da konnte ich ja nicht alles einlagern vom letzten Mal. Da hat er sich ja beschwert, wenn ich das richtig gesehen habe. Parken, Lager verwalten, Laden, Regal, Lagerregal, Laberregal. Ja, ist ja gut jetzt. Wohin wolltest du mich auch nicht mitnehmen? Jetzt musst du mich nicht als Kühlerfigur mitnehmen. Damit hat der drei Stück drin. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich es nicht. Dann Laden Nummer 2. Kenne ich gerade die Situation nicht, wie viele Regale der drin hat. Aber ich werde es gleich feststellen. Er hat nämlich auch 2. Platzieren. Bist du? Da so. Oh, ist der Laden klein. Wie Uniform. Was? Vielleicht eine Uniform? Seid ihr am Meckern? Uniform Sale, Uniform Sale. Wieso hat die keine Uniform? Achso, die ist Reinigung. Ja, ist ja egal. Burger, Burger. Zugewiesen. Bist Einkäufer. Also bist du Office. Schön. Dann zum nächsten Laden. 2 Straßen weiter. Genau der da. Habe ich heute Glück mit den Parkplätzen, ne? Lager verwalten, Lagerregal. Oh ja. Platzieren Nummer 1. Die Sackkarre für den Anfang kommt erstmal dahin, dass meine Wege etwas kürzer sind. Die 2 Regale, die Einkäufe und Schrank, Schublade. Und wieder rein da. Egal, positionieren. Und positionieren. Schrank mit Schublade. Wo machen wir denn die Kasse hin? Da so, oder? Einkaufskörbe. Neben die Türe. Produktaufsteller. Was kann man denn da drauf packen? Ich habe keine Ahnung. Preiswerte Geschenke. Really? So ein Mist?
Preiswerte Geschenke, sonst nichts. Oh, verdammt. Gut, haben wir das auch mal gelernt. Wirklich zufrieden bin ich jetzt gerade nicht damit, ne? Merkt man. Hallo. Dahin, danke. So. Ich überlege mir mal für die nächste Folge, was zu tun ist. Ich würde sagen, jetzt von der Uhrzeit her ist eigentlich nur noch, genau, ab ins Auto und ab nach Haus. Ja, der Rest macht keinen Sinn. So, mein Standardparkplatz. Hey. Das ist nicht nett. Hallo, wie soll ich denn so einparken? Geht's noch? Stelle ich mich halt hier hin. Mann. Mir gemietet. Du noch was Fernsehen? 13 Mille, wunderbar. Zockst du noch ein bisschen? Und ich sage danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt schlafen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.